motiviert, offen, aufgeschlossen für Neues, lustvoll die Sachen anpackend, einfach glücklich die Position zu haben, was bewegen zu können und Menschen zu unterstützen. Das ist schon alles, Kleinigkeit. Also was ich erwarte und mir wünsche, ist vor allem, dass der Bischof oder die Bischöfin christliche Ethik und christliches Leben in einer modernen Form so nach außen repräsentiert, dass es, ja, das Christentum für alle zugänglich wird, dass es nicht sich auf einer theologisch abgehobenen Ebene bewegt, sondern auf einer, ja, volksnahen, bei der jeder versteht, worum es geht, jeder und jede vielleicht auch irgendwie mitwirken kann oder sich angesprochen fühlt. Nächsten Landesbischof, unserer nächsten Landesbischofin, erwarte ich mir Weitblick, einen entspannten, guten Blick in die Zukunft, ohne großartigen Panik zu verfallen, wie man mit Kirche in Zukunft weiter umgehen kann. Wie es auch unser jetziger Landesbischof schon macht, ein Bischof zum Anfassen zu sein, nur noch leibhaftiger, noch mehr zum Anfassen, noch mehr in die Gemeinden geht und die Gemeinden vor Ort unterstützt und trotzdem für alle da sein kann. Die Frage ist, ob das einer alleine oder eine alleine irgendwann stemmen kann. Ich wünsche oder erwarte von dem nächsten Bischof, von der nächsten Bischöfin, dass er oder sie vor allem auf die Einheit oder die Einigkeit unserer Kirche schaut und neben all diesen wirtschaftlichen Problemen und verwaltungstechnischen Problemen und Personalproblemen und über welche Probleme wir auch immer noch alles reden und philosophieren, vor allem im Blick hat, dass wir Evangelium zu verkündigen haben, nach wie vor, und dass das eine Aufgabe ist, die uns hoffnungsfroh in die Zukunft schauen lassen kann, egal wie die Kirche dann in ihrer Form sein wird. Ich wünsche mir eine Person, die die Seelsorge ernst nimmt. Ich sehe ihn als obersten Hüter sozusagen seiner Schäfchen. Wenn man das vergleicht, ein Bischof, der wie ein guter Hirte sozusagen auf seine Schafe aufpasst, also ohne dass die jetzt irgendwelche dummen Schafe sind, aber dass er einfach seelsorgerlich gut dabei ist, dass er repräsentieren kann, also nicht zu scheu im Umgang mit Medien, und dass er ganz einfach die gute Botschaft, die wir haben, also dass wir Menschen die Herzensangelegenheit Gottes sind, dass er das gut rüberbringt. Also ich würde mich freuen, wenn die Stelle, so wie es ausschaut, weiblich besetzt ist und dass das Ganze mit viel Kraft und Besonnenheit durchgeführt wird und dass das durchgeführt wird, was vorher beschlossen wurde. Es ist wichtig, dass man vorher weiß, was man dann umsetzt. Landesbischof an die neue Landesbischofin wäre, dass ein Diskurs angeregt wird unter den Berufsgruppen, die in unserer Landeskirche tätig sind, sodass eben kein hierarchisches Miteinander mehr da ist, sondern ein Miteinander, was wirklich in einem Team ist, was miteinander gut zusammenarbeitet und wo keine Unterschiede gemacht werden, sodass wir gut gemeinsam an der Zukunft unserer Kirche bauen können. Ein neuer Landesbischof, eine neue Landesbischöfin repräsentiert Kirche in all ihren Facetten. Kirche spirituell, Kirche als Arbeitgeber, Kirche als Dienstleister, hier denke ich besonders an die Diakonie, aber auch Kirche und Kultur, Kirche und Kunst, Kirche und Medien, nicht zuletzt, ganz wichtig. Eine neue Person sollte nah bei den Menschen sein und ein weites Herz haben für die vielen Ausdrucksformen des Glaubens. Natürlich auch einen weiten Blick in die Welt und für die Welt. Ich wünsche Gottes Segen für die Findung einer neuen Person und einer geeigneten Person. Also ich stelle mir diese Person so vor, dass sie in der Außenwirkung als Vertreterin unserer Kirche klar erkennen lässt, dass sie im christlichen Glauben verwurzelt ist, aber auch offen ist für Gespräche, die wir in unserer Zeit ganz dringend brauchen, dass wir ein gutes, auch kulturelles Miteinander in unserem Land hinkriegen. Und das andere wäre dann sozusagen der Blick nach innen, dass die neue Führungsperson
bei allem, was zu entscheiden und was anzuregen ist, die Vielfalt unserer bayerischen Landeskirche im Blick hat. Dass also wir in den ländlichen Gegenden nicht manchmal den Eindruck bekommen, bei allem, was geplant wird, wird von Städten ausgedacht, sondern dass auch gerade die Vielfalt und die Verwurzelung, die hier auf dem Land zu finden ist, dass das auch wahrgenommen wird und mit einbezogen wird.